Tritt gegen ihn an, Rowan. Komm, beweg dich. Nehmt eure Pfoten weg. Hey, du da! Stehen bleiben! Entschuldigt mich, ich muss mal. Dieb! Lümmel! Stehen bleiben! Geh und kümmere dich um deine Zauberkunststücke und rede nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Mein König! Verzeiht die Störung, mein König. Wachen, nehmt die beiden fest. Nimm dich in Acht, Konoha. Meider, Feenmeister der Schlebs. Erscheine. Nutzt fortan die Kraft dieses Runensteins. Seine Energie steht nun unter eurem Befehl. Ihr dunklen Mächte der Magie, durch die Kraft dieses Steines, schickt mir ein Monster! Du dienst mir? Dann geh und zerstöre Kells! Halt! Hier können wir lagern! Helft dem Mann! Ergreift die Hexe! Hör mir genau zu. Ein König muss sein Volk anführen. Führt uns an! Führt uns zum Sieg! Und ergebt euch nicht! Ihr habt meinem Rat immer vertraut. Tut es auch heute. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, so zu handeln. Aber gut, Rowan, versuch es. Und denke immer daran, meine Männer können Maves Truppen nicht mehr lange aufhalten. Aber glaube deinem Vater. Es ist zu gefährlich. Ich verbiete dir, mitzugehen. Wie du wünschst, Vater. Das war zu einfach. Behalte sie im Auge. Du willst mit einem gemeinen Dieb für die Sache des Königs eintreten? Lass dich mitnehmen, wen er will. Aber Rowan, bring Kells, den Ritter Draganta. Der Hunger war ätzend, was konnte ich dafür? Vergiss den ganzen Ärger und geh mit mir. Rowan! Ich mach das sowieso am besten selbst. Rowan, warte! Hier sind noch einige Vorräte für die Reise, Junge. Verwahre sie sicher. Überall sind Diebe. Folge dem Fußweg ins Boyne Valley, dem Land der Feenringe. Von dort aus findest du vielleicht den Weg nach Tir na n'Og. Und wenn wir in Tir na n'Og sind? Das weiß ich auch nicht. Von diesem Moment an seid ihr allein, aber denkt daran, die Schriftrolle stammt von dort und mit etwas Glück findet ihr jemanden, der euch hilft, den verschwundenen anderen Teil zu finden. Und Glück brauchen wir ganz sicher. Wenn die kleinen Leute euch für würdig erachten, unterstützen sie euch, aber vergesst nicht, es sind keine Menschen. Es ist eine komische Rasse, mit mächtigen Zauberkräften. Dann eben Edelsteine und Juwelen. Los, schlaf jetzt, gierige Tucke. Ja. Auserwählte, höre meine Worte, es sind nicht viele. Hol uns hier runter! Oh, Blödmann! Geh doch aus dem Weg! Hört mich an, ich habe nur Spaß gemacht. Ich bin Prinz Ivar aus dem Land jenseits des Ozeans. Ich führe euch dorthin, folgt mir. Ich habe euch zu euren Steinen gebracht, jetzt bringt mich zu meinem Dieb. Bleib hier. Lenke seine Aufmerksamkeit auf dich. Wir zwei gehen jetzt unsere Schulden bezahlen. Lass mich los!